Cheerio, meine lieben Freunde und Überlebenden. Willkommen zurück zu Miss Survivor. So, jetzt will ich mal kurz was gucken. So, ich habe nämlich irgendwas hier vergessen. Das ist Basic Crafting. Es gibt noch Stationary Crafting. Ich weiß nur nicht wie. Und, leider. So. Show into Show Punch. Da, Structure Craft. Hier, da sind nämlich haufenweise Campfire. Oh Gott, ey. Wer soll das wissen? Es wird einem nichts gezeigt, nicht beigebracht. So, ja, nee, ist klar. Ich will mir keine eigenen Cabin bauen. So, Floodlight. Betten. So, hier haben wir Beds. Könnten wir bauen? Genau. Oh, wir können auch jetzt eine. Und wir haben den Fehler gemacht, ich habe den Fehler gemacht, dass wir zu früh uns irgendwo niedergelassen haben. Wie ihr seht, es gibt hier haufenweise Sachen, die wir noch machen können. So, erstmal das Holz. Was das mit dem, ja, mit dem Nebel auf sich hat, bin ich leider noch nicht schlauer geworden. Allerdings habe ich mir mal so einen kleinen Guide angeguckt und da wurde einem geraten, sich nicht vogelig machen zu lassen. Und genau das tue ich jetzt. Ich werde mich nicht vogelig machen. Weil man noch angeblich genug Zeit hat, um wegzukommen. So, aber jetzt haben wir erstmal die Möglichkeit. Wo liegt denn hier ein Stein? Jetzt haben wir erstmal die Möglichkeit. Da ist unsere Flasche, nehme ich auch damit wieder mit. Erstmal die Möglichkeit, hier uns einzurichten. So. Hier würde ich gerne das Bett hinstellen. Aber dafür müssen wir erstmal gucken. Nein, falsches Menü wieder. Structure. Fallen können wir auch noch bauen. Also ist, vielleicht können wir es noch bauen oder nicht. Man weiß nicht. So. 8 haben wir schon mal. 4, 6 Racks. Was ich noch gelesen habe, beziehungsweise mitbekommen habe, ist eine ganz geile Tatsache. Und zwar. So, hier sind Dings. Hier ist dies. Und zwar kann man hier NPCs finden. Man kann hier NPCs finden, die sich einem anschließen. Und die können dann zum Beispiel hier in dieser Station die bewachen und so. So. Xupi, hier ist unser Bett. Sind die Materialien denn jetzt schon weg, dass man sie nicht aus Versehen doch noch verwendet? Nein, sie sind noch da. Okay. Modern Bed, genau. Junge, so Modern Bed. Hätten wir die auch bauen können, aber lassen wir das erstmal so sein. Ich bin zufrieden, wenn wir ein normales Bett haben. Shelter ist auch Quatsch. Stump. Wo brauchen wir einen Stump? Firewood per each round. Reduce work time and increase firewood per each round. Entschuldige mal kurz das Ding hier. Training Rack Workbench. Brauchen wir auch Holz für. Also ich muss irgendwie mal sehen, dass wir uns Holz bauen. Moonshine-Distille. Oh. Leere Flasche. Also wir müssen uns nochmal umgucken. Wir werden uns definitiv noch eine Runde umgucken müssen. So, ich baue jetzt erstmal das Ding hier. Bam, 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 bam. Yay! Und wir haben unser Bett. Wunderbar. So. Wie mache ich nochmal Holz? Das ist jetzt nochmal so. Ach, wir haben auch weise Durst, Alter. Ich muss trinken. Wie machen wir uns dieses Dingsholz? Ah, hier, wir müssen uns Logs besorgen. Das heißt Bäume fällen. Aber erstmal muss ich jetzt ein bisschen Wasser trinken. Heps. So. Dann befüll mal bitte meine Flasche. Danke. Ich spuck auf das Food Poisoning. Wenn wir krank, tot gehen, dann tot gehen. Ich hab vergessen, die Flasche mitzunehmen. Dann gehen wir halt tot, das ist mir. Kann ich die auch hier hinlegen? Guck mal hier. Ah. So, erstmal wieder getrunken. Essen geht auch noch. So. Diese Blüten, die hier durch die Dings scheinen, ne? Auf jeden Fall sollte jetzt einiges besser werden. Wie gesagt, durch den Nebel lassen wir uns nicht vogeln. Wir müssen jetzt definitiv Holz und Steine sammeln. Obwohl, Steine habe ich doch. Hier, ich wollte gerade sagen. So. Und Feuerholz, oder?
So, die Benches bei Oma hier hin. Nein, falsches Dings. So, hier. Basic Fire, ja. Nee, wir brauchen Dingsbums. Stand Torch, Barrel Fire. Okay. No duration than a campfire. Nate. It could be used by a wild animal red pet and used for cooking. Basic fire. Okay, wir müssen Äste sammeln. Mach ich mit. So. Wir haben hier 10.000 Bäume gefällt. So. Ja. So. Die nehme ich auch mal mit, weil... Kann ich nicht, weil ich wieder zu voll bin. So. Was ich sagen wollte... Jedenfalls soll es hier massiv viele an Feinde geben. Also an Wesen, die einen umbringen wollen. Wildtiere ja auch zum Beispiel. Da liegt schon wieder ein Stein. Haben wir also eine unendliche Steinfabrik hier, wa? So, jetzt hätte ich aber gerne mein Campfire. So, das Campfire... Boah, keine Ahnung. Das stelle ich mal hier zwischen. So. Bam, 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 bam. Und damit können wir uns unser Essen craften. So. Interact. So. Fuel. Ich habe doch eine Menge Feuerholz jetzt dabei gehabt. Hier. Bobsups. Das kann man nicht stacken. Was für ein Quatsch, ey. Starter. Da packen wir dann die Matches rein. Was ist Tinder? Ich glaube, das ist so... Zum schnelleren Anzünden, ne? So. Wo sind die Matches? Matches, Matches, da sind sie. So. Mhm. Ja, mehr brauche ich jetzt halt nicht. Wir brauchen ja nichts kochen, weil wir haben nichts. Ja, daraus wollte ich ja Holz, Holz-Dings bauen. Aus den guten Locks. Locksmith. Da. 45 Minuten. Uff. Oh, und die Temperatur rast nach unten. Nein. Da. Muss ein bisschen gucken hier. So. Gut. Hunger und Durst geht. Also Hunger wird wahrscheinlich bald wieder unser Problem werden. So, jetzt will ich mir mal Holz damit basteln. So, damit könnte auch massiv viel an Zeit vorbeigehen. Warte. Ich will mich dazu erstmal hinhocken. Hallo? Und jetzt? Wo sind denn meine... Hä? Meine Loks sind weg. Ich glaube, ich habe das Spiel gerade so ein bisschen kaputt gemacht. Toll. Umfeld. Man sollte nicht vielleicht so viele Bäume auf mal beziehungsweise Planken bauen. So. Badabing, badabum, badam. Also ich habe ja auch viele Guides gesehen, wo die Leute nachts unterwegs waren und beim Nebel und so. Aber ich bin ganz offen ehrlich, ich riskiere das nicht.
Und manche Guides waren von vom August. Und seitdem gab es ja auch zum Beispiel sowas wie ein Update. Und ich glaube, ich werde die einfach mal einzeln basteln. So. Gut ist auch, die Viecher, die Infektiösen, nicht auf sich aufmerksam zu machen. Weil die sonst natürlich das entsprechende Dings hier kaputt klatschen, ne? So. Achso, müssen wir auf den Hochstand, den wir gesehen haben. Ja, da habe ich vielleicht ein bisschen mich spoilern lassen. Und zwar gibt es dort nämlich die Shotgun. So. Jetzt gehen wir schlafen. So. Gut, na. Oh, wir sind am Dehydraten und am Starven und... Ich würde mal ganz offen ehrlich sagen, Leute, warte mal. So. So. Revive Crit Game. Ne. Aber wenn wir das Crit Spiel nicht ganz zu. Ne. Ich würde sagen, wir fangen nochmal von vorne an. Weil dieses Rumirren und das mit dem Structure-Ding, das hat einfach zu viel Zeit gekostet und zu viel verloren. Deswegen machen wir, ja, wir fangen nochmal von vorne an. Wissen jetzt, was wir tun können. Sehr schön. Hoffen, dass wir auch schnell eine Waffe bekriegen. Hm. Obwohl ich gelesen habe, dass man eigentlich immer da am gleichen Ort aufwacht, beziehungsweise beginnt. Mhm. Like human. Okay, die werden halt dann total irre, die davon vom Nebel getroffen wurden und fressen da ja Menschen. You never seen before. Survived attack and run away. Du hast die Attacke überlebt und bist weggelaufen. Und da sind wir. Ja, das kennen wir ja schon. So, wir starten einfach mal von vorne. Wir nehmen die. Wir erhöhen unser. Guck mal, das habe ich auch vergessen. Sehr schön. Ein Apfel. Für den kleinen Hunger zwischendurch. So. Da vorne haben wir das Hotel. Unfair! Alter, wie... Wie fies ist das, bitteschön? Ist das dein fucking Ernst? Wow. Wie fair. Ja, nö. Nö. Ja, klar. So, Suicide. Wie fair war das denn, bitteschön? Aber man hat gleich gemerkt, wie man Dings bumst. Wie man den Bär austricksen kann. Einfach um ihn rumlaufen. Klar, es war ab und zu getroffen, aber ihr habt gesehen, wir sind nicht getötet worden. Alter, wie unglaublich fair, ey.
Kann man es nicht überspringen? Was ist das denn, ey? Nö. Annie hat nämlich gesagt, wir gehen mal in die andere Richtung, aber... Und meinte der Bär gerade so, nope. Nope, darfst du nicht. Ich gehe trotzdem jetzt in die andere Richtung. Leck mich, Bär. So. Guten Tag. Das ist aber was anderes hier. Okay, es stimmt nicht, dass man an dem gleichen Ort wiederbelebt wird, andauernd. Beziehungsweise auftaucht. Nein, der Apfel ist nicht da drinne. Nein, kein Apfel. So. Irgendwo ein wunderschöner Bär wieder mal. Nein, gut. Gehen wir mal zu dieser wunderschönen Farm da hinten. Alter, voll das Riesenteil, ey. Da ist ein kleines Haus, was wir uns das machen können. Warum nicht? Finde ich gut. Auch wenn das offene Gelände mir hier natürlich nicht wirklich zusagt, aber... So. Hier ist nichts drin, okay. Hier ist ein zerstörbares Auto. Oh! Man kann auf Dings, auf Kisten und so steigen, das ist ja cool. Hier ist aber nichts, ne? Nö. Na, irgendwelche Zombies in den Stellen, die total leer sind. Wunderbar. Alter, sehe ich das da gerade richtig? Wir haben hier eine Schmiede. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ja, da sind Zombies drin. Da. Was? Die kommen raus? Ich wollte sagen, leck mich. Na wunderbar. Also die Art ist toll, keine Frage, aber erstmal müssen die Zombies da weg. Oh, ich sag erstmal hier, pops, meins. Hier ist nichts drin. Sieht auch ziemlich leer aus. Gut, hat also so gesehen keinen Sinn. Dann ist ein Camp. Ich nehme den Ast mal mit. So. Da kam der Zombie da gerade rausgestürmt, aber sofort wie abgehauen, weil... Naja, eine kleine Cola, was zu essen. Ein Zelt, wunderbar. Ach, hier sind wir. Ah, okay. Da vorne ist das Hotel. Sehr schön, ein Combat Knife. Nehmen wir natürlich mit. Hier haben wir noch ein bisschen was zu futtern. Hier ist das Hotel. Aber... Ja. Okay, ist nichts. Das heißt, weil da vorne muss ja unsere Cabin sein, ne? Außer die hat sich jetzt hier auch verändert. Ne, ich sehe sie. Gut, haben wir zumindest schon mal so einen kleinen neuen Startpunkt wieder. Natürlich fehlen jetzt einige Sachen, zum Beispiel die Axt und so. Aber die holen wir uns gleich bei der... Tanke. Bei der Tankstelle. So. Hier ist ein bisschen Scrap Metal drin. Wunderbar. Wollte die Tür zumachen. Hier ist noch ein bisschen Cola. Gut, kann man nichts stacken. Nope.
Oh, die Farm war aber echt genial. Wenn man es mal so sieht. So. Weil Schmiede und Dings hat man da. Naja, wir werden uns das alles schön hier hinbauen. Wäre schön, wenn man sich hier auch so ein Dings bauen könnte. So ein... Da ist die Axt, die wir brauchen. Wunderbar. Hier ist nichts drin. Nope. So, wir holen uns nochmal die Axt da raus. So, so, so. Bams. Moment. Sehr schön. Daraus machen wir uns dann jetzt erstmal hier die... Die Holzscheite. Oh, der Nebel ist da. Hallo Nebel. Und jetzt wieder 38,5 Grad. Und steigt. Also Hinweise kannst du knicken. Water Barrel. Die Water Purifier. Siehst du mal. Das hatten wir gehabt. Siehst du mal. Generator für Gear. Das ist die Frage, wo kriegen wir das Gear? Trash Bin. Items. Okay. So, ich trinke mal was. Alter, diese Kackviecher, ne? Das Gute ist, was ich gehört habe, ist, dass die nur hier vorne durchkommen, durch die Barrieren. Deswegen kann man an den anderen Orten auch keine bauen. Ja Leute, jetzt heißt es leider warten. Aber ich würde mal sagen, ich beende die Folge mal für heute, während wir hier rumhocken und warten. Ja, wäre nett, wenn ihr mit eurer Axt voll auf den Like-Button knallen könnt. Denkt an den roten Survival-Button unter dem Video. Und ja, beim nächsten Mal starten wir dann so richtig durch. Also dann, ciao, ciao.